Hey Leute, ich möchte euch nur kurz informieren, bevor das Let's Play losgeht. Ich hatte Probleme mit dem Sound. Es gab ein kleines Update. Deswegen sind die Kollegen Novi und Jürgen in den Let's Play-Folgen echt leise zu hören. Ich habe schon alles unternommen. In den neuen Let's Play-Folgen funktioniert es wieder, aber die Folgen sind leider aufgenommen und wir behalten sie so. Ich danke für euer Verständnis und jetzt geht das Let's Play los. Viel Spaß! Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play WoW mit unser Together-Projekt mit der immer verwirrten Novi, du hast schon wieder verkackt. die schon wieder die Quest angenommen hat. Gut, das war auch meine Schuld. So, ich nehme jetzt mal schnell die Quest an und folge der Novi, weil sie ist schon vorgelaufen. So, ja, was haben wir gemacht? Ihr habt es bestimmt in der letzten Folge bei der Novi gesehen, dass wir ja fleißig gequestet haben. Ich bin ein gutes Stückchen Level weiter als Novi, weil ich finde überall Kräuter und sie findet kein Erz. Selbst wenn wir aus dem Erdloch rausschlüpfen, findet sie kein Erz. Ja, aber Novi wollte uns. Wie bitte? Das Spiel mobbt mich. Oh, aber Novi wollte uns jetzt zu einer Instanz anmelden. Ah, ne, erst wenn ich bei ihr angekommen bin. Na, ich kann ja schon mal anmelden, falls wir warten müssen. Stimmt, ja, glaube ich nicht. Wir sind sogar. Warte mal, was müssen wir denn jetzt machen? Ja, uhrzeitmäßig. Okay. Annehmen, abbrechen. warten. Vielleicht schaffst du es ja rechtzeitig hierher. Sie redet noch. Du hast 32 Sekunden Zeit dafür. Ich will ein Bild mit Sylvanas machen. Bleib stehen nochmal, bleib stehen. Ja gut, wenn melden wir uns gleich nochmal an. Das geht ja schnell. Ja, genau. Melden wir uns gleich nochmal an. Ich habe es auch gerade abgebrochen. Bleib stehen, Sylvanas. Bleib Ich habe auch noch stehen. mal so ein Screen hiervon. Den, hörst du die Musik im Hintergrund? Die finde ich mal geil. Ja, die ist echt cool. Das ist echt so wie so ein Kirchengesang. Oh, apropos Musik, da bin ich heute, also, ich war mal wieder verwirrt. Diesmal bin ich in Game, sondern im echten Leben. Und da habe ich am Dienstag so zum Basteln Sachen eingekauft für Serviettentechnik, auch unter anderem Leim. Und dann muss ich den an der Kasse stehen lassen haben, weil am Mittwoch suche ich blöd diesen Leim und ich finde, ich habe die ganze Wunde auf dem Kopf geschickt. Ich habe selbst in der Küche im Kühlschrank geguckt, ob ich den in meiner Verbeißerei Na. gefunden habe. Keinen Leim zu finden, meine Wohnung ist nicht groß, also heute nochmal welchen gekauft. Und in der Stadt, da waren Straßenmusiker, die waren so genial und die haben halt auch sehr mit Cello und Violine und trotzdem auch ein Bass mit rein, also dieses Moderne und dieses Klassik verbunden, das war so cool. Das war auch richtig geile Musik. Und gesungen haben sie stellenweise auch. Es waren nur kurze Abschnitte, aber gesungen auch. Okay, Ja, steig mal kurz bitte ab. Ganz, ich will dich nicht unterbrechen. Steig mal kurz bitte ab, bevor Sylvanas, und stell dich mal neben Sylvanas. So, genau, warte. Ja, perfekt, warte. Und Druck. Sehr schön. Warte nochmal, Sylvanas, muss nochmal gucken. Jetzt redet sie auch noch. Oh. Bei mir ist sie fertig. Sie steht also, die steht dann nachher Dreh dich um. wieder Jetzt umdrehen, umdrehen. Oh. Jetzt sehe ich deinen Rücken, du musst dich auf. umdrehen. Oh, warte, oh. Ups, das war keine Absicht. So, ja, das passt. Sehr schön. Haben wir mal ein bisschen Fotoshooting gemacht. Also bei mir quatscht es immer noch. Oh, dass wir uns hier mit Graumähne treffen. Nein, ist er gar nicht. Nee, das war auf jeden Fall cool mit dieser Musik. Das mit dem Leim nicht. Ich muss komplett bescheuert gewesen sein. Ich hab die Pinsel eingepackt aus dem Laden. Die Servietten auch. Aber den Leim lasse ich in der Kasse stehen? Hä? Ach, die haben wir doch mitgenommen, habe ich doch gesagt. Ich kämpfe noch gegen gar keinen. Gegen wen kämpfst du? Ach so, na, ich bin doch von der Zeitspanne wahrscheinlich weiter schon. Quatsch, bei dir deine nicht? Ja, die reden noch. Kämpfen wir jetzt gegen die drei mit dem Hut?
wem verkämpft ihr was? Ich kann auch nichts angreifen. Ich konnte eben was angreifen. Ah, jetzt kann ich auch angreifen. Ah, okay, dann bin ich in derselben Phase, weil bei mir sind sie gerade Silvanas schon zurück. Ja, bei mir auch. Jetzt hockt er nur noch hier. Ist Silvanas tot? Nee. Hä, warum ist sie denn tot? Ja, eben tot. Ja, die ist doch sowieso immer gestorben. Keine Ahnung. Die könnte auf ihrem WoW sowieso alle sterben und wiederbelebt werden und Bäume anzünden. Ja, aber warum ist sie denn jetzt tot? Die darf doch gar nicht sterben. Keine Ahnung. Fest im Silberwald. Oh, du hast einen Erfolg, du musst jetzt gekriegt haben. Für Meister der Lernen. Ich nur nicht. Bei mir sind sie alle weg. Ich stehe mal wieder hier. Hä? Ja, ist alles weg. Wie alles weg? Du musst doch da jetzt gerade eine Quest. Nein. Was? Warum das denn nicht? Ich habe keine, ich habe nur noch Städte im Staub. Alles wieder weg? Du hast es wieder kaputt gemacht. Ich habe doch alles gemacht. Warum funktioniert das denn nicht mehr? Die haben gerade gekämpft, die haben Silvanas wiederbelebt und jetzt ist alles weg. Ja, ist aber alles weg. Aber daraufhin hat bei mir den Königreich aus Dreck, ja, die habe ich auch. Und auch Befehl ins Kriegholzling des Vorgebirge des Hügellandes. Haben wir alle Questen? Hast du hier noch begleitet Silvanas Windläufer? Nö, die habe ich nicht mehr, aber da hast du doch sowieso später angefangen als ich. Aber wo kann ich die denn abgeben? Hä? Was ist das denn? Weil müsstest du jetzt die Stadt erobert haben. Nein. Das Szenario, was du dir gerade angeguckt hast, ja doch. Das ist auch nervig, solche Quests. Ja, ich habe sie abgeschlossen, aber ich kann sie nicht abgeben. Warte mal, ich mach mal Reload. Das wird nicht funktionieren. Wenn du abbrechen musst, du da alles von vorne machen. Achso, eben nicht, aber ich weiß nicht, wie die. Na komm, machen wir erstmal die Inni. Verstehe ich nicht. Ja, dann brich nochmal ab. Aber ich kann die abgeben, aber wo? Befehl, nee, das ist die hier. Ja. Na, du hast Königreich Dreck und Befehl des Kriegshäuptlings. Hast du die beiden? Warte mal. Auf Befehl des Kriegskönig, genau. Ich habe aber noch in Silberwald die Aufgabe abzugeben. Ach egal, dann lasse ich die halt so. Wir gucken, ob wir gleich kriegen. Oh Mann. Das ist doch scheiße. Du machst es immer kaputt. Nee, ich habe gar nichts gemacht diesmal. Ich war doch in einer ganz anderen Phase als du. Ja, deswegen ja. Warte mal, ich muss dich erstmal in Fokus setzen. Fokus setzen. Welches Level bist du jetzt? 28. Ja. Wie viel? Ja gut, dann sind wir ja gleich auf. Dann gebe ich die Aufgabe einfach nicht ab und kriege den Erfolg nicht. Dann gehen wir eben weiter. Wir haben ja noch zwei Quests, wo wir jetzt weiter machen. Ja. Das ist ja komisch. Vielleicht, wenn ich gleich rauskomme, vielleicht kommt sie dann nochmal, ploppt sie auf. Glaube ich aber nicht. Nee, weil auf einmal wart ihr alle weg. Ich habe dich ja auch gesehen und alles war weg. Oh, Entschuldigung. Ich nehme ja gerade auf, glaube ich, kann es vergessen. Boah, der Schurke. Ah, der wird nur ein bisschen geheilt. Ich als Krieger nicht rüberspringen können da vorne? Eigentlich, ne? Mit Mist, und ich bin runtergefallen, ne? Ja, wir machen hier das Seil. Das habe ich ganz vergessen, dass ich gar... Jetzt habe ich gerade gar nicht dran gedacht, dass ich nicht aufnehme. Und mir ist ein Rülpserchen entflossen. Entschuldigung. Ach so. Aber es ist doch beide Aufnahme. Ja, ja, deswegen ja. Warte mal. Ich gehe in meinen Aufnahmen immer wunderbar rein in die Kamera. Also daher. Ja, dann kann ich mir mal so ein Rülpser entfleuchen. Das geht ja dann noch. Du bist viel schlimmer. Ganz doll schlimm, finde ich.
Nein, wir mal den. Oh, das ist alles okay. Sehr schön. Ich kann das nur nicht so ab mit der Maus. Ich brauch echt mir mal, dann muss ich mir das Addon mal runterladen, dass ich das einfach nur anklicken muss. Und wie sieht der Raid aus? HC schon clear? Nee, HC. Letzte Woche zwei Bosse geschafft. Diese Woche eine bisher in HC. Okay. HC machen wir jetzt immer an einem Abend und dann halt schon mit HC anfangen. Ja, gut, das haben wir auch immer genauso gemacht. Ja, aber HC beim dritten Boss, also egal welchen wir danach nehmen, als dritten Boss, das ist. Ja, es liegt dann. Da fehlt der Schaden, da fehlt. Erfahrung mit den Bossen, da fehlt das Movement eigentlich alles. Ah, das kommt aber noch. Das ist noch ganz viel rumprobieren und gucken, welche Taktik passt auf die Gilde. Aber es kommt mit der Zeit. Die Raids, die lade ich auch nicht mehr auf YouTube hoch. Also wer die verfolgen will bei mir, der... Nur auf Livestream? Genau, nur noch bei Twitch im Stream, aber Twitch speichert die für ein oder zwei Wochen. Okay. Da kann man auch nachgucken, aber halt... Oder du machst eine Playlist mit als WoW Raids. Nee, ich will eigentlich noch eine Playlist haben von WoW, das ist es halt. Ich habe ja eh schon 2, 3 Together. Ja, habe ich auch, oder? Ja gut, ich habe Paladin, den Jäger, ja gut, den anderen Jäger, den habe ich ja aufgehört. Ja gut, 3. Mit den anderen Jäger 4. So, und ist auch so, wenn ich mit dem Pali, also BFA, komplett die Quests durch habe, ne, der ist ja jetzt 120 geworden, dann mache ich natürlich noch weiter, weil Meister der Lernen und so und die ganze Geschichte, die will ich jetzt schon zeigen. Genau, das mache ich auch noch. Dann ist BFA ja Ende, dann kommt da aber auch ein anderes Thema hin. Ich werde aber trotzdem meine WoW-Streams immer mal wieder machen, wo man dann mal so diesen WoW-Alltag hat. Ja. Neben den Raid, also es wird dann nicht nur Raid sein. Das würde ich auch. Ich brauche es jetzt. Ich muss gestehen, ich brauche, wenn ich jetzt noch eine Folge mit meinem Hordejäger aufnehme, der zwar schon 120 ist, dann habe ich für den Monat das aufgenommen. Und dann gibt's, also für die Woche dann, für die letzte Woche, weil ich möchte das nicht in der Woche auf einmal ändern. Und dann mache ich nach der Woche, mache ich das halt in Livestream auch weiter. Dann wechsle ich mir das mal die Woche mal das ab und mal die Woche das. Ja, also wie gesagt, den Meister der Lernen, den mache ich mit dem Pali fertig, auch auf YouTube, aber danach ist es dann wirklich nur eine Stream-Sache. Ja, weil... Auch ganz viele schöne andere Spiele, die schon mit Planung sind. Muss ich schon Schaden mitmachen? Ja? Die alten Götter fordern mein Fleisch. Was machen wir denn jetzt? Kannst du anklicken, da kriegst du einen Buff. Ach, ist mir egal. Ich bin sowieso schon so langsam. Ich laufe jetzt weiter. Ich muss mal die Sachen angucken, was ich so alles anziehen kann. Hab gerade schöne Handschuhe bekommen. Und weißt du, was ich vergessen habe? Ich bin ja eine Robbe. Ich kann mich ja verwandeln. Ha! Und einfach an euch vorbeischwimmen. Ist das Ding hier irgendwas Besonderes, weil das einen extra Namen hat? Das weiß ich gar nicht. Ach, töte einfach. Ja, die gibt's vor, der kriegt jetzt einfach welche. Aber sie docken. Oh, das war's aber schon. Fertig. Erledigt.
Dieser grüne Blitz, der sieht auch gut aus, der hier ab und zu mal rumfliegt. Grüne Blitz, wir haben, glaube ich, einen Hexen. Hexenmeister, oder? Was haben wir dabei? Ja, das kann der Chaosblitz sein von dem. Der macht Damage. Im Raid spielst du ja Magier, ne? Genau, da hast du. Und was haut der an Schaden so raus? Inzwischen kommt der Schaden bei mir langsam. Die Zahlen weiß ich jetzt nicht. Aber jetzt im letzten Raid habe ich ein paar Items gekriegt, die meinen Schritt jetzt mal wieder hochgebracht haben. Okay. Ich langsam an meinen Softcap komme und jetzt komme ich auch langsam vom Schaden her mal vom letzten Platz weg. Ich bin halt wirklich die am schlechtesten Equipped im Raid. Okay. Dadurch, dass ich ja keine Meetings und so gehe, wegen Zeitmangel, merkt man das dann doch und die rennen halt alle wie blöd. Ja klar, die haben doch in der ersten Woche, habe ich auch schon gelesen, hat unsere Gilde auch schon die vierte oder fünfte geschafft. Mal, vor allem Mythisch Plus. Ich habe die anderen, ich habe teilweise die Instanz noch gar nicht in HC gemacht, ne? Geschweige denn in Mythisch. Ja, ich glaube aber, die sind Tentakel und die hat mich angegriffen gerade, deswegen konnte ich dich nicht heilen. Die hätte mich gerade verschlungen, junge Frau. Ach so, okay. Die hätte mich fast aufgefressen. Oh mein Gott. Ja. Da hätte ich einen neuen Heiler suchen müssen. Ach so. Okay. Ich heile nur noch den hier, den Chaos Blitzer und den immerwährenden, aggro haltenden Schurken. Jetzt sagt sie gar nichts mehr. Ich überlebe auch so. Dann nehme ich den Tag jetzt gleich mit. Damit sie nicht wieder den Heiler verschwinden. Ja. Oh, jetzt hat sie den Tank verschlungen. Ja, der hält doch dieses Geprügel da aus. Ja. Wie war das? Leicht stehen auf dem Hinterkopf, weil wir das Ding finden. Genau. So, dann schieße ich mal ein bisschen mit drauf. Dann heilen wir dich noch mal ein Stückchen. Du kriegst meine gute Heilleistung einfach nur nicht mit. Jetzt kannst du dir auch nochmal einen Buff holen. Nee, ich bin doch eh schon so lahm. Okay. Und weißt du was, ich kann mich auch noch in eine Katze verwandeln und an euch auch noch vorbeilaufen. Nicht nur ich schwimme an euch vorbei, ich laufe auch an euch vorbei. Die ist am meisten dran von uns hier allen. Das sind nur dürre Leute, außer du. Willst du sagen, mein Krieger ist fett? Nein, muskulös. Also, gerade so gerettet. Kräftig gebaut. So, Novi, dann zeig mal, was du kannst. Attacke! Da habe ich vorhin den neuen Trailer von Vikings gesehen. Ich weiß gar nicht, ob
hast du das letzte Mal gesagt, guckst du nicht, ne? Na doch, kenne ich, aber habe ich halt nie so verfolgt. Oh, das ist so ein geiler Trailer. Boah, das geht ja in der nächsten Folge ab da. Und da ist so ein Scheiterhaufen von so einem Bösen. Da weißt du gar nicht, ob die eine Hauptdarstellerin da hängt. Auf jeden Fall hängt da eine Frau mitten im Scheiterfeuer. Ja. Aber du weißt nicht, ob die das sein soll. Boah, das wird auf jeden Fall noch richtig spannend. Aber das Gute ist, jetzt fängt erstmal The Walking Dead an, wenn The Walking Dead zu Ende ist. Das sind 16 Folgen, genau. Das geht, glaube ich, sogar länger. Dann kommt Vikings gleichzeitig. Und dann auch mal nächstes Jahr Games of Thrones. Da hat das Warten endlich ein Ende. Ja, das ist die beste. Also die letzte Staffel, ne? Das ist die letzte, ja. Aber es kommt noch ein Spin-off. Ja, ich weiß. Das hat er auch schon gekriegt. Hast du die neue Serie auf Prime mitgekriegt? Purge oder so heißt die? Der Name sagt mir gerade was. Um was ging es denn da nochmal? Ach ja, wo sie sich alle killen, ne? Da gibt's auch Filme von, ne? Weiß ich nicht, ob's doch ein Film ist. Doch, da gibt's doch Filme, da dürfen sie sich doch, da gibt's doch den einen, den ersten. Da lassen sie einen Obdachlosen rein und dafür werden sie dann alle gekillt teilweise. Da setzt, genau, einmal im Jahr dürfen sie doch machen, was sie wollen. Die Reinigung oder so nennen sie das. Außer Polizisten dürfen, glaube ich, nicht getötet werden, oder? Genau. Genau. Und Politiker eigentlich, ne? Genau. Nee, ich kenne mir jetzt nur durch die Serie, die Filme kenne ich gar nicht, die Serie darauf aufmerksam geworden. Kann ja eigentlich dazu beitragen, dass das menschliche Wesen besser wird, weil wir ja angeblich so veranlagt sind, dass wir töten wollen müssen und unseren Frust ausleben müssen und, ne, darum geht's ja eigentlich. Ja. Hat ja aber eigentlich genau die gegenteilige Wirkung. Das haben die aber irgendwie nicht so ganz verstanden. Und ich finde die Serie aber mega cool. Also, okay, muss ich mal gucken. Davon abgesehen, ich wüsste auch so eine, die ich, wenn ich die einmal im Jahr besuchen dürfte. Also, da geht ja so um eine Liste und das heißt halt in der Serie immer, ja, jeder hat doch eine Liste. Und da haben wir irgendwie meine Community mit mir im Stream drüber geredet. Und ja, also wenn es danach geht, hätte ich auch eine Liste, da stehen mir noch zwei Leute drauf. Vor allem aber irgendwie, wie soll denn das funktionieren? Du, sag mal, an Tag X darfst du, gehst hin, machst du deinen Chef kalt und nächsten Tag kommst du wieder zur Arbeit und sagst, oh, und nu? Ja, das ist egal. Den Tag ist es keine Straftat und ist auch später dann keine Straftat. Also alles, was du an dem Tag machst, wird nicht angerechnet. Wenn man es umbringen im Leben will, dann... Ja, da gibt's auch... Also wenn du die... Ausräumen kannst, mach was du willst. Also du musst da echt die Filme zu gucken. Da ist das ein richtiges Event. Da kommen sie echt mit dicken, gepanzerten Fahrzeugen, ja, fahren sie durch die Stadt und zerschießen einfach mal alles. In der Serie auch. Doch, hier, okay. Ja. Also wirklich sehr extrem, sehr makaber, aber sie gefällt mir die Serie und jeden Freitag kommt dann eine neue Folge. Okay. Freue ich mich schon auf morgen, dass die nächste Folge kommt. Da muss ich da mal meinen netten Kollegen fragen, weil da kriege ich das meistens so. Psst. Wollen wir den Zusatzboss mitmachen? Nee. Okay. Ja, du hast ja auch Platte an, du bist ja auch schwerfällig. Genau, ich gehe da nämlich unter. Dann komme ich als Robbe an und gebe dir Luft. Ja, komm. Ach, schade, dass ich noch nicht diesen Gruppen hier habe, wo ich einmal auf alle das raufklatschen kann. Wow, du bist ja schon weiter. Wow, warte, zack. Habe ich doch. Alles im Griff. Ja, ich merke das schon.
Ja, du warst gerade nur weit weg. Ich dachte, du kommst zurückgelaufen. Wir wussten nicht, dass du da schon stehst. Ist dir mal aufgefallen, dass ich als Heiler immer vergisst, selber zu heilen? Danach kommt doch, glaube ich, nur noch ein Boss, ne? Ja. Sehr schön. Der mit den Schlangen. Ja. Sie müssen auf die Ads gehen. Ich hoffe, nein, die wissen das nicht. Warum frage ich überhaupt? Das ist LFR. Und? Auf dem Low-Level-Bereich. Ist er gleich besiegt. Da mache ich doch noch mal auch mal mit. Ja, der heilt sich ja halt immer noch hoch durch die Ads. Das zieht halt den Kampf einfach nur noch weiter heraus. So, das bewegt jetzt noch mal ganz gut. Hier kommt so ein Wurm aus der Tiefe und denkt, er ist der Größte. Naja, es kam auch ein Drache aus der Tiefe und er dachte, er sei der Größte. Ja, irgendwie haben das alle gesagt und alle waren sie besiegt. Ey, das ist geil, wenn ich hier mein Solarfeuer mache. Das sieht aus wie so ein Auge, so ein Strahl raus. Von der Seite aus. Hast du es gesehen? Nee. Warte, gleich hier beim nächsten. Muss gleich doch achten. Warte. Und jetzt. Zack. Was? Siehst du das nicht? Siehst du nicht mein Mondfeuer? Nee, ich bin aber gerade damit beschäftigt gewesen. Nee, da habe ich nichts gesehen. Okay, ja, ist gut. Es kann auch sein, dass man nicht alles sieht. Weil ich habe auch teilweise, dass ich manchmal nicht Attacken von alles sehe. Weil ich glaube, das haben sie teilweise aus dem Raid. Da siehst du ja da gar nichts mehr. Ja, nee. Aber ich weiß, wie das aussieht. Ich habe ja Und das kam halt einfach so schräg. Wie so ein Auge, was so ein Laserstrahl auskommt. Das sah geil aus. Ja. Habe ich auch schon überlegt, ob ich meinen Paladin als Streamer habe, aber ich will nicht noch ein Ding machen. Oder so als Stream mal Bock, mal nicht Bock streamen, also ohne Verpflichtungen, weißt du? Ja, genau, also das wäre jetzt auch nur was, wo ich auch auf WoW habe und mal in dem WoW Stream gerade Bock auf Leveln bin. Aber sonst bleibt eigentlich auch Screen der Dudu. Stirb nicht, stirb nicht. Was macht denn der? Die stehen doch bestimmt in diesen Schlägen, oder? Ja. Dann dürfen sie auch sterben. Ja, alles, was von der Decke fällt, ist noch viel schlimmer. Na, geschafft. Sind wir schon 30? Nein. Nee. Wir sind auch nicht mehr blau. Oh. So, dann gehe ich mal raus und gucke, ob die Quest da ist, was ich nicht glaube. Ich glaube es auch nicht, um ehrlich zu sein. Nein. Wo bist du eigentlich? Na, ich bin auch hier, wo du bist. Nee, ich sehe dich gar nicht. Also, ich sehe dich auf der Karte. Aber so nicht. Warte mal. Ich sag ja, wir sitzen in unterschiedlichen Phasen. Jetzt bin ich mal raus. Lad mich mal bitte ein. Vielleicht zieht er mich dann in deine Phase wieder. Ich denke nicht, weil ich habe ja die Quest gemacht. Ach so, stimmt auch. Aber wir können rüber düsen zu ja. Königreich aus Dreck.
Königreich aus Dreck, wo ist das denn? Na, hier drüben. Richtung Vorgebirge des Hügellandes. Ach, die. Auf Befehl des König, Kriegshäuptlings meinst du? Die Quest. Ja, genau. Da, okay. Da habe ich noch die Quest Königreich aus Dreck. Nö. Das ist wahrscheinlich jetzt die Folgequest, die ich gekriegt habe. Ja, ist nicht so schlimm. Ich laufe da jetzt hin und dann gebe ich das da ab. Aber wir sind fast fertig mit der Folge, oder? Doch, sind. Hm? Ja? Das musst du wissen. Doch, wir haben 33 haben wir angefangen. Doch, sind wir. Dass wir in unser 30-Minuten-Takt bleiben. Ja, dann würde ich mal sagen. Oh, hier wurde wer eingeladen? Achso, das war das, was du gerade wolltest schon sagen. Ja, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Feedback sind wir für alles offen. Ein Daumen hoch wäre nicht schlecht. Ein Abo wäre auch toll. Ich will aber keinen drängen. Nächste Woche geht es wieder weiter mit der ersten Folge bei unserer Novi. Und danach komme ich wieder. Schaltet ein bei Novi und bei mir. Ich danke fürs Zuschauen und jetzt ist Novi nochmal dran. Ja, ich wünsche euch, also guckt auf unsere Kanäle und liked, abonniert, wie der Mörder schon gesagt hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.